Zentralgast, der Morgentalk auf Radio Zentral mit einem feinen Kaffee Zentral. Der Kaffee mit Herz für die Region. kaffeezentral.ch. Das Bundeshaus, das gehört heute ganz den Menschen mit einer Behinderung. In der ersten nationalen Behindertensession dürfen insgesamt 44 Menschen mit einer Behinderung über ihre Anliegen diskutieren und über Lösungsvorschläge debattieren. 5 kommen aus der Zentralschweiz. Und einer von ihnen ist der 56-jährige Martin Jausi von Bar, der mit Multiple Sklerose lebt und im Rollstuhl sitzt. Bevor es Richtung Bern geht am Mittag, haben wir jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Jausi. Guten Morgen, Herr Kühn. Guten Morgen, so lieb. Sie dürfen an der Behindertensession im Schweizer Parlament mitmachen und dabei sein. Wie ist das für Sie? Ja, es ist sehr ein schönes Zeichen. Es motiviert, dass man doch eben eine Stimme überkommt. Ich darf im Namen von uns allen Menschen mit Behinderung reden, mit Einschränkung, mit Handicap. Und wir probieren uns einfach jetzt wirklich ja, eine solche Chance wahrzunehmen. Herr Jausi, Sie leben mit Multiple Sklerose, also kurz MS, ist eine Erkrankung vom zentralen Nervensystem. Wann ist die Diagnose bei Ihnen gekommen? Ich muss so sagen, die ersten Symptome hatte ich mit 22. Das hat sich so ausgewirkt bei mir, das Kribbeln, Fußsohlen, wenn ich, sagen wir, aus dem See gekommen, über die Steine gelaufen bin. Nachher hat man nicht mehr so gut gesehen, Augenarzt, in den Beinen Nervenleitfähigkeit gemessen. Das waren so die ersten Symptome, die ich mit 22 hatte. Und dann, 6 Jahre später, zu dem Zeitpunkt, hat man es nachher mit der Rückenmarkflüssigkeit und den Hirnströmen können, ja, diagnostizieren. Wie war das für Sie gewesen, wo Sie dann gewusst haben, das ist jetzt eine Krankheit, die, ja, Sie wird durchs Leben weiter begleiten? Ich glaube, das ist bei jedem, der das eben muss erleben, dass man einfach, man ist dann, ich weiss noch gut, 22-jährig, man ist zu Weg, man ist unterwegs, man ist sportlich, ich so richtig im Aufwind, oder? Man tut sich auch entwickeln, man sieht auch, wie es weitergeht, beruflich, privat und so weiter. Ja, sogar, Familie und so weiter, einfach die ganze, und dann kommt einfach so eine Diagnose, aber jetzt gerade der neue, aber 6 Jahre mit 28, dann die Diagnose noch gerade, wow, oder? Und das ist schon, auf der einen Seite war man froh gewesen, oder auch so ich bin froh gewesen, dass ich einfach nach 6 Jahren, oder? Das ist ja immer so schwierig. In der Schule nachher bin ich nicht mehr hingekockert, hätte ich bald gesagt, ja, früher müssen gehen. Ich konnte nicht mehr lang stehen und so weiter. Und wenn ich dann nachher endlich gleich auch wieder gemerkt, dass ich nicht mehr mit dem Velo den Hang auf mag fahren, weil ich einfach Kraft nicht mehr hatte und vor allem eben dann, Diagnose jetzt näher bestätigt. Und das ist dort, aber das ist vor allem die 6 Jahre, würde ich sagen, das ist sehr eine prägende Zeit. Und wie sagt man auch, wenn es hart ist, lernt man viel. Es ist fortschreitend. Das ist nicht aufzuhalten, auch mit Chemotherapie, nicht mit ganz gleichen und so weiter. Also, ich kenne noch Zehnte, wo nachher schlussendlich auch Moskau ist gegangen und nachher eine Blutspülung gemacht. Aber und so weiter, das sind so geile Massnahmen. Da muss man dann auch schon sagen, ja, zum Glück ist man auch da überhaupt, oder? Eben mit 22 die ersten Symptome gehabt, dann die Diagnose später. Heute sind Sie 56. Wie erleben Sie den Alltag mit Multiple Sklerose heute? Ich darf so sagen, dass ich bin Wohnhaus, habe ich dürfen leben, wohnen. Im Pflegezentrum auch. Und jetzt darf ich seit 8 Jahren mit den Partnern hier in Bar mit der Unterstützung von 6 Assistenten leben. Und das ist etwas, was für mich jetzt extrem schön ist. Aber wie gesagt, 8 Jahre jetzt tun wir das schon so zusammen leben. Und einfach, ich bin integriert, ich bin in der Gesellschaft dabei.
ich tue mich so eben jetzt gerade auch für das Leben zu Hause so fest einsetzen. Und jetzt gerade für mich speziell hat das enorm viel gebracht, dass ich nachher den Weg habe geschafft, eben aus dem Pflegezentrum nachher für das Wohnen daheim mit der Partnerin. Heute dürfen Sie dann eben mit anderen Menschen, die eine Behinderung haben, ins Bundeshaus. Dürfen dort eure politischen Anliegen betreffend Menschen mit Behinderungen einbringen und auch über Lösungen debattieren. Sie haben es schon mal angesprochen, Herr Jausi, ein Thema eben die heime Leben in der eigenen vier Wänden mit Behinderung ist ein grosses Thema bei Ihnen. Für was wollen Sie sich denn jetzt heute im Bundeshaus stark machen? Bei mir ist eigentlich jetzt das, wo ich im Moment darf leben, wo ich eigentlich am besten kenne. Ich weiss eben, wo die Hürden sind, eben sei es bei der Wohnung, sei es bei der Unterstützung, sei es beim administrativen Aufwand. Das gibt ganz Haufen Beispiele, wo man dort müsste können angehen. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich sogar am Rand verwende, dass ich sogar unser National- und Ständerat drei darf treffen, auch in diesem Zusammenhang im Bundeshaus. Und einfach, es geht ja nicht nur um Austausch, dass ich als Betroffener einfach Ihnen direkt kann, darf schildern, wie der Alltag aussieht bei uns. Und was vor allem, eben, wir wollen einfach im Prinzip die Inklusion dabei sein. Wir wollen Barrierefreiheit, ein Mitspracherecht. Oder das sind so Grundsachen, die wir eigentlich möchten. Ja, auch ich, einfach, ich kann es ja einfach erzählen aus meinem Alltag. Und für die Themen, ganz klar, die ich eben vor allem auch kenne und eben darf leben, oder? Heute ist das erste Mal die Behindertensession im Bundeshaus. Was erhoffen Sie sich von dem Tag? Eigentlich, dass wir einfach das Bild, das wir dort in dem Nationalratssaal dürfen austragen, wie ich es auch schon, das ist selbstredend quasi. Und dann dürfen wir ja auch jedes für uns, aber die, die wollen, auch noch, ja, ich sage jetzt mal, zwei Minuten so, wirklich ein Ding ansprechen. Und einfach, es darf auch, wisst ihr, es darf auch nicht, oder es muss auch nicht, eigentlich alles so takt ablaufen. Ich sage es immer wieder. Wir sind dort, ich sage jetzt ab der 12. in diesem Bundeshaus und das sind Menschen mit Behinderung und da kann man da muss man dann auch das merken. Wir haben ja schon im Vorgang gemerkt, bei der Organisation, dass das andere Geschichten sind. Dass wenn auch bei mir ist es darum gegangen, dass ich mit dem Rollstuhl ins Bundeshaus rein kann, dass man halt vielleicht noch eine Rampe muss machen. Provisorisch, oder? Einfach, dass man sieht, ah doch, die sind da und wir reden über uns, oder? Dann wünsche ich ganz viel Erfolg und ganz viel spannende Einblick und Diskussionen im Bundeshaus an der Behindertensession und wünsche Ihnen noch einen guten Morgen, Herr Jausi. Ja, euch auch. Danke vielmals, so lieb. Alle Zentralgäste auch zum Nachhören auf unserer neuen Radio Zentral App.